Und willkommen zur Mainzer-Kritik Paderborn in Kalenderwoche 49 des Jahres 2021. Ja, diese Woche mit folgenden Gerichten. Wir haben am Dienstag den Salat aus dem Mensa-Forum, am Mittwoch die Hähnchenbrust mit dem Riesenrösti aus der Mensa Zukunftsmeile 2, am Donnerstag die Käse-Lauchsuppe und dann habe ich mir gedacht, statt Freitag nochmal nach Paderborn zu fahren, gab es zusätzlich am Donnerstag neben der Pizza mit Kochschinken, die ja vom Schwein war, gab es noch ein Zusatzangebot, eben auch so ein Pizzastück, nur eben mit Hähnchen. Deswegen habe ich gesagt, ach, nimmst doch das Stückchen für morgen mit und verzichtest auf das Auberginen-Curry. Ja, Montag habe ich gedacht, naja, gehst du mal hier in Kassel vielleicht mal irgendwo in ein Impfzentrum und lass dir eine Spritze geben, quasi. Ja, es läuft halt mittlerweile hier ein bisschen anders ab. Also leider immer noch keine Boosterimpfung. Ja, scheiße, sagt man dazu nur. Deswegen jetzt die Sachen, die wir hatten. Nämlich einmal der Salat mit Hähnchenbruststreifen. Aus dem Mensa-Forum vom Dienstag, den 7.12.2021 für 2,90 €. Ja, da ist aber, oh, da ist jetzt definitiv, ich weiß zwar auch nicht, warum da nur ein 8 steht, nee, es ist natürlich eine 9. Und ja, hier sehen wir den Salat, ganz normaler Salat mit Gurkenstückchen und auch Radieschen drin, Essig und Öldressing dran und hier eben ganz normale Hähnchenbruststreifen, die auch gut durchgebraten worden sind. Also genau, kann man sich nicht beschweren, eine gute, ordentliche, üppige Portion, deswegen 9 von 10 und nicht 8 von 10, warum auch immer da noch ein 8 stand. Das ist dann halt wahrscheinlich wieder das Problem mit dem Copy-to-Paste. Fehler, aber wie gesagt, alles in Ordnung, kann man nicht meckern. An der Theke wurde übrigens zusätzlich Kartoffelkroketten noch ausgegeben, also habe ich gesagt, na gut, für 16 kann man auch nochmal Kartoffelkroketten sich hinterher schieben. Ja, ist natürlich eine 10 von 10, weil ist momentan so ein bisschen, wie gesagt, meine Favoritenbeilage und deswegen, wie gesagt, klare 10 von 10 und wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich weiß jetzt nicht, ob da noch eine siebte lag, aber nee, ich glaube nicht. Ne, passt, wie gesagt, kann man auch zum Salat sich gönnen. Ich liebe Kartoffelkroketten, wie gesagt. Einzige Bedingung ist, wie gesagt, es müssen diese glatten sein, die es ja irgendwie nirgendwo im Geschäft zu kaufen gibt. Ne, im Geschäft gibt es ja immer nur diese komischen welligen und nicht diese glatten, die halt so eine glatte Oberfläche haben. Ich weiß auch nicht, warum auch immer. Das ist für mich ein großes Rätsel der Menschheit mittlerweile, aber ja, wie gesagt, also bei Kartoffelkroketten kann man nichts falsch machen, deswegen klare 10 von 10 dafür. Und dann haben wir halt so eine Art 9,5 für das Gericht. Hähnchenbrust mit frischen Champignons auf Kartoffelrösti. Aus der Mensa ZM2, Mittwoch, 8.12.2021 für 4,30 €. Ja, die große Überraschung, wo ist denn da jetzt was schief gegangen? Es ist tatsächlich was in meinen Augen an der Hähnchenbrust schief gegangen. Das Problem, wie ich finde, ist, also klar, wenn wir jetzt nur sagen wollen, okay, frische Champignons auf Kartoffelrösti, klar, dann wäre es eine komplette 10 von 10, ohne Frage. Nur die Hähnchenbrust hat das Ding leider abgewertet. Das Problem an der Sache war, man sieht zwar ganz gut aus, allerdings hat sich mir so ein bisschen die Frage gestellt, haben die Hähnchenbrust überhaupt gebraten? Weil, wie gesagt, also klar, in so einem Betrieb, wobei jetzt die Mensa ZM2 relativ klein ist, also jetzt nicht eine riesengroße Einrichtung ist, aber wie gesagt, die Sachen wurden in diesen üblichen großen Wärmhaltebehältern
im Ofen reingeschoben, so nach dem Motto, vielleicht wurde morgens die ganzen Hähnchenbrust wirklich gebrutzelt und dann halt so lange in der Wärme Dings reingeschoben, dann halt nochmal, also kurz vom Start, dann halt nochmal irgendwie aufgewärmt. Und genau das hat das Ganze hier in meinen Augen ziemlich versaut. Ne? Und deswegen hat diese Hähnchenbrust nicht so gut in meinen Augen geschmeckt, als wenn es ein bisschen frischer wäre, weil ich finde, dadurch geht vieles verloren. Ich weiß nicht, ob das organisatorisch einfach nicht drin ist. Ich meine mich, wie gesagt, zu erinnern, von der Story hatte ich ja erzählt gehabt, als dieses Gericht damals noch im Bistro Hotspot gab, dass mich diese Hähnchenbrust angespritzt hat, ne? Was ja darauf hindeutet, dass diese Hähnchenbrust tatsächlich frisch gebraten war gerade. Ne? Und ich weiß nicht, ob es in dieser Mensa es nicht machbar ist, quasi so frisch zu machen. Wobei man bedenken muss, wenn man jetzt vergleicht, diese Zukunftsmeile 2 Mensa mit dem alten Bistro Hotspot, das Bistro Hotspot war definitiv größer. Das steht auf jeden Fall fest. Ne? Ich weiß nicht, ich finde es halt sehr, sehr schade. Sonst, wie gesagt, Frutsch Champignons passt, Soße passt, Riesenrösti passt sowieso. Ne? Aber diese Hähnchenbrust hat das Ganze ein bisschen versaut. Ne? Also, ich weiß halt nicht, ob das halt dort nicht möglich ist. Ja, 4:30 Uhr, gerade für 4:30 Uhr hätte man sich da auch ein bisschen anstrengen können. Dann haben wir am Donnerstag meine persönliche Lieblingssuppe, nämlich die Käselauchsuppe mit Bärlauch. Und zwar vegetarisch das Ganze, also nicht mit Schweinehack, was da sehr häufig immer reingemacht wird. Nee, die ist vegetarisch. Mensa Akademica, Donnerstag, 9.12.2021 für 1,90 €. Yes, ganz klar, es war super, super geil. Sehr schön leckere Suppe, schön cremig, schön mit Lauch drin. Wobei, die muss man sich ja selbst einschütten, muss man sagen. Also, die Suppen sind ja in der Selbsttheke quasi zum Umschütten. Das Problem ist, ich und jemand anders hatten da verzweifelt nach den Schalen gesucht. Irgendwie waren die Schalen versteckt. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Aber es hat sich gelohnt. Es war am Donnerstag auch sehr, sehr kalt, also von da war es, also zumindest für mich ist es kalt, also alles, was für mich unter 10 Grad war, 10 oder 15 Grad, so zwischen 10 und 15 Grad drunter geht, also unter 10 auf jeden Fall geht, ist für mich einfach viel zu kalt. Es muss bei mir mindestens, ja, oder sagen wir mal so, ja, 12 ist schon Schmerzgrenze, aber mindestens so sein, damit es für mich angenehmes Wetter draußen ist. Alles andere darunter kann ich mich nur in die letzte Ecke verkriechen. Und ja, das hier passt, wie gesagt, sehr, sehr gut. Also wie gesagt, kann man sich nicht beschweren. 1,90 € super fair Preis. Lecker cremig, ordentlich, schön leckere Zutaten drin. Bleibt nicht umsonst meine Lieblingssuppe, wird es auch bleiben. Deswegen 10 von 10. Da gibt es definitiv keine bessere Suppe als eine super geile Käselauchsuppe. Und dann, wie gesagt, die Pizza mit Hähnchen hier in der Bowl natürlich, da wir es ja mitgenommen haben. Aus der Mensa Akademica, Donnerstag, 9.12.2021 für 1,70 €. Ja, kann man sich auch nicht beschweren. Ich vermute mal, da hat man tatsächlich so die vom Dienstag wahrscheinlich die Hähnchenbruststücke vom Salat, dann war scheinbar irgendwas übrig. Nur hat man gesagt, oh, okay, machen wir halt die Pizza einmal ganz normal mit Schinken drauf und auch wir haben ja da noch was übrig, also machen da dann mit den Hähnchenbruststreifen quasi drauf. Dann genau, also sehr schön überbacken, ordentlich viele Hähnchenbruststreifen drauf, schön lecker, wie gesagt, hier überbacken, also schön geil für 1,70 €, eigentlich viel zu billig, muss man schon fast sagen. Ne, aber passt, deswegen 9 von 10. Ja, bei der Top 5 Platzierung. Ja, einen fünften Platz gab es ja nicht. Auf Platz 4 ist dann trotzdem die Pizza. Auf Platz 3 ist dann die Hähnchenbrust. Auf Platz 2 der Salat und auf Platz 1 die Käselauchsuppe. Es ist quasi so zu verstehen. Also klar, das hier ist eine 10 von 10, das war ja klar. So, jetzt muss man noch Folgendes sagen. Bei dem Salat
Also alle anderen Gerichte hatten ja eine 9 von 10. Bei dem Salat waren ja noch zu, hatten wir noch zusätzlich an den Tag die Kartoffelkroketten genommen. Und die Kartoffelkroketten waren eine, klar eine 10 von 10. Das bedeutet, das wird ja dann noch zusammenaddiert, also kommt eine 9,5 raus. Das bedeutet, der Salat geht dann logischerweise auf den zweiten Platz. Ja, und hier bei den Gerichten, die ja beide eine 9 von 10 waren, war dann, wie gesagt, die Hähnchenbrust dann doch noch besser, weil ja, wie gesagt, die frischen Champignons und der Riesenrost, die wäre ja eine theoretische 10 von 10 gewesen. Deswegen, nur eben die Hähnchenbrust hat es zu stark runtergezogen, das Ganze. Deswegen ist das noch ein Tick besser als die Pizza, die ja eine ganz klare 9 von 10 war. Also wo jetzt nicht, also man könnte vom preislichen Aspekt sagen, okay, das vom preislichen Aspekt ist klar eine 10 von 10, das ist klar. Ne, aber wie gesagt, so ergibt sich dann die Zusammensetzung. Ja, jetzt zu einem Thema zu den Öffnungszeiten der Einrichtung. Es ist jetzt so, dass nachdem ihr das Grillkaffee oder die Mensula bisher noch nie offen hatten, seitdem es ja diese Pandemie gibt hier oder seit März 2020, wo ja quasi alles dicht gemacht worden ist, wo es ja den ersten Lockdown gab. Quasi seitdem hatten ja die beiden Einrichtungen nie offen gehabt. Also klar, das Grillcafé nur als Ausgabeort für die Delikats, aber das zählt in meinen Augen ja nicht. Ne, also die beiden Einrichtungen, die ja bisher nur überhaupt nie offen hatten. Jetzt ist so, Mensa Forum, Mensa Basilica in Hamm und Mensa Atrium in Lippstadt, also diese beiden Mensen aus den Außenstellen und einmal das Mensa Forum, halt hier in Paderborn, zack, machen jetzt auf bis auf weiteres dicht. Es steht nichts dabei, aus welchem Grund. Keine Ahnung, man könnte mal vielleicht mal nachfragen. Ich weiß auch nicht, man kann ja auch mal kurz einfach einen Grund hin machen, warum man die Einrichtung schließt. Alle anderen Einrichtungen bleiben ganz wie gewohnt offen, also die Mensa Academica, die Mensa Zukunftsmaler 2, die Cafete und das Bonner Vista mit den bekanntlichen Uhrzeiten. Also wie gesagt, die Mensa Zukunftsmaler 2 hat ja vor kurzem auch um 30 Minuten die Mensa-Ausgabe quasi verlängert. Das in Klammern, das ist ja, wie gesagt, es gibt ja vorne, wenn man reinkommt, erstmal quasi den Kaffeebereich. In Anführungsstrichen, der hat ja von 9 bis 14 Uhr offen und die Mensa-Ausgabe dahinter hat ja dann in diesem Zeitfenster offen. Ne, also das, wie gesagt, so als Ergänzung und wie gesagt, bei der Mensa Zukunftsmaler 2 und bei der Cafete, das sind die Öffnungszeiten komplett von Montag bis Freitag und nur eben für Mensa Academica und Bonavista, Vista, da gelten ja separate Öffnungszeiten zwischen Montag und Donnerstag und Freitags. Da gibt es dann halt getrennte Öffnungszeiten dann nochmal. Genau, also wie gesagt, Mensa, wobei vom Angebot bleibt alles gleich. Also Mensa Academica gibt es 5 Gerichte. Mensa Zukunftsmaler 2 gibt es 3 Gerichte, wobei ja wie gesagt 2 Gerichte identisch sind. Cafete gibt, wie gesagt, Brötchenbetrieb bzw. diese Wraps oder Sandwiches mittlerweile ja auch noch so als Zusatz, wenn man aus der Mensa vielleicht nichts hat. Und Bonavista ist ja wie gesagt dieses kleine Café, wo es ja aber trotzdem auch Brötchen und so gibt. Genau, das dazu. Dann schauen wir uns mal den nächsten Speiseplan an. Der sieht wie folgt aus. Es ist wie gesagt jetzt nur so, dass wir als Mensa-Einrichtung nur noch die Mensa Akademiker und die Mensa Zukunftsmaler 2 haben. Das sind jetzt hier die beiden Gerichte, die es in beiden Einrichtungen gibt. Da machen wir es halt so. Das erste Essen ist das vegane Essen. Und auf Essen 2 ist dann eben das Fleischgericht oder eben Fischgericht. Und Beilagen und Dessert sind ja überall fast gleich, nur hier gibt es einen Unterschied am Donnerstag. Diese beiden Sachen gibt es quasi nur in der Mensa Academica. Ne? Also das, wie gesagt, deswegen habe ich hier nochmal so einen Trennstrich gemacht. Also Mensa Academica gibt es quasi alles. Und genau in der Mensa Zukunftsmaler 2 gibt es dann halt nur die beiden Gerichte. Also da kann man dann an den Tag eben nicht den Langkornreis oder den Zuckermais kriegen. Ne? Weil, wie gesagt, die Pommes gehören ja zum Cordon Bleu. Ne? Deswegen.
Ja, das dazu. Dann haben wir, wie gesagt, hier diesen Speiseplan. Wir werden einen Tag aus ja, persönlichen Gründen, sage ich jetzt mal, aussetzen. Das ist der Mittwoch. Also der Mittwoch wird nicht stattfinden. Es wird nur Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag stattfinden. Jetzt muss ich mich kurz mal erinnern. Ich glaube, hier auf der Seite ist, glaube ich, also doch, doch, eins ist hier dabei. Am Dienstag das Rahmgeschnetzeltes aus Soja mit Champignons und dazu dann logischerweise den Langkornreis. Das dazu und dann gehen wir, wie gesagt, jetzt auf die zweite Seite. Dann hätten wir am Montag quasi Macaroni-Käse-Auflauf aus den USA. Aus dem Kochpatenprogramm USA, beziehungsweise wie man ja auch da sagt, Mac and Cheese. Ne, also Mac and Cheese. Genau, das dazu. Donnerstag haben wir dann Blumenkohl im Backteig mit Currysoße und dazu nehmen dann die Pommes auch noch zusätzlich, die es ja in der Mensa gibt. Und am Freitag nehmen wir quasi mal wieder etwas winterliches oder weihnachtliches, was es dort gibt, nämlich ein Sauerbraten mit Apfelrotkohl und Kartoffelklößen, also nochmal so ein eher so ein weihnachtliches Gericht. Und ich habe zumindest auf den Speiseplan auch geguckt gehabt, da ist ein R gekennzeichnet, also der Sauerbraten ist tatsächlich vom Rind und nicht vom Schwein, weil Schwein würde ich ja nicht essen. Deswegen habe ich da wie gesagt geguckt, es ist Rind, deswegen kann man das dann auch essen. Ja, und hier wie gesagt nochmal die Übersicht, das ist das dritte Gericht dann, also klar, wobei jetzt dritte, vierte und fünfte Gericht aus der Mensa Akademica kann man jetzt keinen Unterschied machen. Ne, ich habe das halt jetzt nur so oft gemacht, dass das dritte Essen dann halt hier nochmal ein vegetarisches, quasi ein vegetarisches Gericht mindestens ist. Das vierte ist dann halt Gericht, was durchaus auch nicht vegetarisch sein könnte. Zum Beispiel, das hier ist jetzt der größte Fail, den ich jetzt sehe ich gerade, den ich überhaupt nur machen konnte. Also das vergessen wir mal ganz schnell, glaube ich. Ne, also diese Asiabohnen mit Gemüse von Ente ist nicht vegetarisch. Bei einer Ente wird es schwierig. Es ist eher Geflügel mit drinne, weil Paderborn hat tatsächlich noch den Zusatz, das G für Geflügel. Das Problem ist, das G nutze ich teilweise nicht, weil normalerweise kann das G auch Gelatine bedeuten. Deswegen habe ich dieses G eigentlich nie immer benutzt. Deswegen, ne, genau. Und das Essen 5 ist ja meistens dann dieser, die Suppe quasi, die es gibt. Also Ausnahme ist natürlich hier, weil da ist die Suppe regulär auf dem Essen 1 gelandet. Deswegen ist hier halt noch der Platzhalter mit dem Burger. Ne, deswegen das nur zu verständlich. Verständlich. So. So, dann hätte. Ach nee, wir haben am Dienstag. Ja, ich habe auch Mist gemacht. Am Dienstag nehmen die Kartoffeltaschen. So rum. Konnte ich mir jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Also Montag Macaroni-Käseauflauf, also die Mac and Cheese. Am Dienstag die Kartoffeltasche mit Gemüsefrischkäsefüllung und Salat für 2,20 €. Am Donnerstag dann den Blumenkohl im Backteig mit Currysoße und dann nehmen halt noch Pommes hinzu, damit es auch ein bisschen sättigend ist, weil das ist ja mir immer persönlich wichtig, dass es auch sättigend ist. Und am Freitag Sauerbraten mit Apfelrotkohl und Kartoffelklößen. Ne, das ist ja auch sättigend. Genau, die Kartoffeltaschen machen ja auch sättigend und klar, Mac and Cheese sättigt ja auch ordentlich. Genau, das ist das Programm. Alles aus der Mensa Academica. Mensa Form geht ja jetzt leider nicht mehr. Genau, also das ist zwar ein bisschen immer so diese gemütlichere Mensa, wo es vielleicht nicht so, weil die auf zwei Etagen aufgeteilt ist. Wobei jetzt auch tatsächlich am Dienstag schon der untere Bereich geschlossen war. Na, also okay, da hat man vielleicht irgendwas vielleicht schon Vorahnung gehabt. Ja, das sind die Gerichte für die nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Bis nächste Woche dann mit diesen Gerichten und bis dahin heißt es wie immer und ciao.